Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Babyface Flow Box von Cerro El Mero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Baby Face Flow von Cerro El Mero, das Ganze am 16. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Wir werden das mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also was man auf den ersten Blick schon mal sehen und sagen kann, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt aus dieser Perspektive, aber diese Box ist geisteskrank, zumindest von ihrer Größe. Also ich habe noch niemals so eine riesen Box hier vor mir gehabt. Ich glaube, die toppt auch noch die Schwester Eva, die Iva Box, wo ja diese aufblasbare Puppe drin war. Also diese Box, da kann man ohne Probleme irgendwie ein kleines Kind darin verstauen, oh, wenn nicht sogar ein Volksschüler. Also unfassbar groß. Das Ganze in weiß gehalten. Hier unten lesen wir einmal in schwarzer Schrift Baby Face Flow. Dann haben wir hier im Comic-Stil den Interpreten. Ich muss jetzt leider quer nehmen, weil ich das sonst irgendwie nicht gescheit einfangen kann. So haben wir dann Cerro El Mero in diesem Comic-Stil hier abgebildet. Mit einer Windel, einem grünen Bandana um den Kopf gebunden. Cerro El Mero Kette, diversen Schmuck. Links und rechts ein paar Damen, die sich hier scheinbar gerade verlieben. Und dann haben wir noch jede Menge Spielzeug, Bargeld und rechts dürfte auch noch eine Waffe samt Patronen liegen. Im Hintergrund auch noch eine AK-47. Also nicht nur Kinderkram, sondern auch Sachen für Erwachsene. Oben lesen wir dann Cerro El Mero. Auf der Seite nochmal der nicht der Interpret, sondern der Albumtitel. Auf der unteren Seite ein Barcode. Auf der rechten Seite dann der Interpret. Auf der Oberseite dann Groove Attack Tracks zu lesen, das Label, bei dem ja auch Mero unter Vertrag ist. Und von unten alles glatt weiß. Ja, es ist vom Format her echt wie so ein Kindersarg, also wie so ein riesengroßer Karton, rechteckig länglich. Der Boxdeckel ist, wie ihr seht, abnehmbar. Dann haben wir hier den ersten Inhalt, und zwar haben wir hier einen Hoodie. Dann haben wir eine Spritzpistole. Okay. Einen Flyer. Das dürfte wohl ein Sticker oder ein, ja, ein Sticker sein. Dann hier so ein Karton, der scheinbar zu der Wasserpistole, zu der Spritzpistole gehört. Das Album an sich. Noch zwei Sticker. Und das dürfte dann wohl ein Poster sein. So, von innen das Ganze glatt weiß. Wir packen die Box mal wieder zur Seite. Und kleine Hilfe noch für euch, weil es ja echt irgendwie schwer ist, das jetzt aus dieser Perspektive einzuordnen, einzuschätzen, von der Größe her. Das hier ist eine reguläre Box, also so eine ganz klassische, wie die meisten sind im Format. Und ihr könnt hier euch ungefähr ansehen, was die hier ausmacht. Also ich glaube, in diese passen locker 4 bis 5 solcher normalen Boxen, wenn nicht noch mehr. Also da ist echt gewaltig Volumen vorhanden. Wir packen die mal zur Seite. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht runter. So, und nachdem hier bis auf das Album alles ohne Folie kommt, müssen wir auch nur das Album hier aufschneiden. So. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir holen das mal aus der Folie raus.
Und starten wir mal mit dem Album an sich. Das Cover ist mehr als nur schlicht. Also hier lesen wir echt Cerro El Mero in weiß auf schwarzem Untergrund. Also es ist so ziemlich das minimalste Deutschrap-Cover, das ich je gesehen habe. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Mehr ist hier echt nicht zu sehen. Es ist das Debütalbum von Cerro El Mero. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Cerro El Mero Babyface Flow. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Features ist, ja, ist kein einziges hier angeführt. Und dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein, ob das Booklet jetzt doch noch etwas mehr hergibt. Also Babyface Flow, dann haben wir Aufnahmen von dem Interpreten mit den einzelnen Tracks aufgelistet nochmal. So sieht das aus. Dann auch nochmal hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat produziert, wer hat das Ganze arrangiert und so weiter. Das kann man hier entnehmen. Okay. Also alle 13 Tracks hier nochmal im Detail aufgeschlüsselt. Und zum Abschluss noch die Credits zum Album. Jawohl. Also immerhin das bekommt man hier im Booklet. Auch das Booklet sehr minimal gehalten. Aber die wichtigsten Infos sind zumindest vorhanden. Die Album-CD ist ebenso sehr schlicht. So sieht das aus. Also sieht, glaube ich, ident aus wie das Rück. Ja, genau. Wie die Rückseite hier. Darunter weiß. Also im Artwork hatten wir echt etwas gespart. Dann haben wir die weiteren Inhalte. Und zwar haben wir hier einmal das Poster. Einmal im Hochformat hier. A3 dürfte das sein. Cerro El Mero vor einem Wagen abgebildet. Sieht mir sehr stark nach Mercedes aus. Und auf der Rückseite, jawohl, auch wieder Mercedes. So sieht das dann aus. Also, beide Male Cerro El Mero hier mit einem Wagen zu sehen. Einmal im Querformat und einmal eben im Hochformat. Beidseitig bedruckt das Poster. Dann haben wir diverse Sticker. Eins, zwei, wo ist jetzt der dritte abgeblieben? Ah, hier. Drei Sticker an der Zahl. Also einmal diesen kleinen hier mit diesem Cerro El Mero Face hier im Comic-Stil. Und dann haben wir diese beiden Sticker hier noch. Das sind wie so Fotos. Einmal hier auf dem Dach des Wagens oder eines anderen Wagens, weil der hat ja keine Flügeltüren. Und einmal hier in dem Mercedes mit Flügeltüren. Sieht so aus, als würde gerade ein- oder aussteigen. Die beiden quadratisch. Und der dürfte wohl auch quadratisch sein. Jawohl. Also drei Sticker gibt es noch. Quadratisch. Dann haben wir, auch wenn ich nicht wirklich als Boxinhalt werte, einen Flyer. So sieht er aus, Cerro El Mero. Und auf der Rückseite lesen wir Enno Live 2019 mit Special Guest Cerro El Mero. Also der dürfte wahrscheinlich so als, ich sag jetzt mal Support Act oder ja, von mir Special Guest auf dieser ganzen Booking Tour, also auf der Tour von 9.11. bis 1.12. dabei sein. Bei allen Dates scheinbar. So sieht das aus. Also Enno und Cerro El Mero live zu sehen. Dann haben wir eine Super Soaker. Also keine richtige Super Soaker, sondern einfach eine Spritzpistole, eine Wasserpistole. Ist für mich eine absolute Premiere. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Zu dieser Pistole bekommen wir hier noch so einen Karton, der hier veranschaulicht, was damit gemacht werden soll. Also hier am Strand, am Meer. Hier die knapp bekleideten Frauen im Bikini mit dieser zu bespritzen. Made in PRC, also Made in China. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist hergestellt von der Urban GmbH. Okay. So sieht dann die Wasserspritzpistole aus. Die ist hier in so einem hellen Beige-Ton, grün und bronze bzw. gold gehalten. Okay. Hier lesen wir dann auch nochmal. Hier Made in China und das Ganze funktioniert dann wohl so, wir haben hier hinten eine Öffnung, hier kann man das dann aufmachen und dann entsprechend hier diesen Wassertank befüllen, dann macht man hier wieder zu, dann muss man hier entsprechend pumpen, um den
Druck herzustellen. Und dann kann man hier, das ist jetzt spannend, weil ich habe hier gar keinen Abzug. Eventuell braucht man den auch nicht. Also eventuell sprüht diese Wasserpistole direkt schon beim Pumpen. Das kann natürlich sein. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, denn wie ihr sehen könnt, wir haben hier keinen Trigger, keinen Abzug, der zu betätigen wäre. Dementsprechend wird es wohl hier gleichzeitig mit dem Pumpen zum Austritt des Wassers kommen. Ja, schöne Sache, gerade jetzt noch für die letzten Sommertage und Sommerwochen gut geeignet. Werde ich definitiv mal ausprobieren. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch einen Hoodie mit dabei. Dieser ist in schwarz gehalten. Wir machen ihn mal auf. Größe konnte man ja nicht wählen, also die Größe war ja wirklich einheitlich für alle Boxen. Dieser Hoodie kommt in schwarz, hat auf der linken Brust einmal hier dieses Comic Face von Cerro El Mero abgebildet. Hier oben haben wir eine Kapuze mit zwei Schnüren hier zum Zuziehen. Auf der rechten Seite, auf dem rechten Ärmel, haben wir hier, was lesen wir hier? In so gelb-goldener Schrift, gelb-goldener Schrift lesen wir hier El Meros. Und dann haben wir hier noch auf der linken Seite einen Aufdruck Green Yards. So sieht das aus, also hier vorne am Ärmel. Das Ganze dann hier unten entsprechend vernäht, wie natürlich auch am Ärmel. Hier haben wir dann auch noch eine Bauchtasche. Auf der Rückseite ist das Ganze dann mit GrooveTech Tracks noch gelabelt. Also hier das Label von Cerro El Mero. Und wir haben es bei diesem Hoodie zu tun mit, wo haben wir es? Einem, ups, habe ich vorher noch nie gesehen, Just Hoods. Okay. Und das Ganze ist aus 80% Baumwolle, 20% Polyester. Dann haben wir die Waschhinweise. Allerdings keinen Hinweis, wo das Ganze hergestellt wurde. Eventuell haben wir hier noch einen Zettel. Ja, doch. Hier haben wir es. Also 80% Baumwolle, 20% Polyester, das wissen wir schon. Okay, hier steht auch wieder nichts. Hier steht nur wieder, wie das zu waschen ist. Und hier lesen wir noch was. Was lesen wir hier? Admiral's Way, London. Okay, also. Made in, muss ich jetzt ehrlich sagen, kann ich euch hier gar nicht beantworten, wo das Ganze genau hergestellt wurde. Die Firma, die das Ganze vertreibt, kommt hier scheinbar aus Großbritannien. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Hoodie nicht in Großbritannien gefertigt wurde. Deswegen unbekannterweise Grüße gehen raus. Wir packen den Hoodie mal wieder zusammen und fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in schwarz. Dann haben wir diese Wasserspritzpistole hier. Die kommt mit diesem Karton hier. Dann der Tourflyer zur Enno Live Tour. Die drei Sticker jeweils quadratisch, sowie natürlich das Poster einmal im Hochformat, einmal im Querformat, beidseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Baby Face Flow von Cerro El Mero. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cerro El Mero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.